Hallo, mein Name ist Iris Günicker, ich bin Life- und Business Coach. Ich begleite Menschen darin, in ein erfülltes Leben zu gelangen, und zwar mit achtsamkeitsbasierten Methoden. Im letzten Video haben wir uns schon mit dem Thema Unachtsamkeit beschäftigt, und zwar mit der Unachtsamkeit, mehr in der Vergangenheit und Zukunft zu verweilen, statt bewusst im Hier und Jetzt zu sein. Als Kinder haben wir das noch inne. Wir verlernen es als Erwachsene leider. Wenn du mal einem kleinen Kind beim Bauklötzestapeln zuschaust, wirst du merken, dass das Kind voll in diesem Spiel mit den Bauklötzen aufgeht, praktisch im Flow ist. Ja? Und diesen Zustand gilt es wieder zu gewinnen, weil wir haben es verloren. Das Kind interessiert nicht, ob es sich am Morgen das Knie angeschlagen hat oder was abends zum Essen gibt. Es geht einfach nur voll auf bei dem, was es tut. Ganz bewusst ist es dabei, die Bauklötze ein nach dem anderen zu stapeln. Hochkonzentriert bei der Aufgabe. Genauso macht es ein Leistungssportler, zum Beispiel ein Slalomläufer. Wie könnte er sonst überhaupt Weltmeister werden, wenn er nicht in der Lage ist, dieses Fehlerfall konzentriert, diese ein, zwei Minuten zu tun, voll auf diesen einen Lauf konzentriert. Und wenn ihr Leistungssportler, ein Slalomläufer, bei der Vorbereitung beobachtet, wird er einmal in Gedanken, wenn er oben steht, bevor er startet, einmal den gesamten Slalomparcours in Gedanken einmal durchgehen, um es dann fehlerfrei im zweiten Schritt umzusetzen. Aber da kommen wir später nochmal zu. Wir wollen uns jetzt mit dem Hier und Jetzt, bewusst im Hier und Jetzt, beschäftigen. Also ich lade euch ein, versucht es einfach mal auszuprobieren, Dinge nacheinander zu tun. Denn Multitasking wäre ein Akt der Unachtsamkeit. Bei Multitasking muss das Gehirn ständig switchen zwischen den verschiedenen Aufgaben, die du durchführst. Sei es morgens den Kaffee zu trinken, gleichzeitig die Spülmaschine auszuräumen, dem Kind Butterbrot zu schmieren und vielleicht noch einen Tee zu kochen, zu mitnehmen für die Teekanne. All dieses parallel zu machen, ist Multitasking. Das können wir jetzt in die Arbeit genauso übertragen. Wenn wir telefonieren, dabei schon eine E-Mail schreiben oder parallel schon einem Mitarbeiter signalisieren, dass er Platz nehmen soll, was auch immer ist. Diese Aufgaben parallel zu machen, ist reiner Stress. Unachtsamkeit bedeutet letztendlich übersetzt, wir stressen uns. Und wie kannst du das eben meiden? Indem du Multitasking sein lässt. Deine Aufgaben eben nacheinander erledigst, weil unser Gehirn kann es sowieso nur nacheinander erledigen. Das heißt, auch wenn du es nicht bewusst spürst, beim Multitasking muss das Gehirn ständig zwischen den verschiedenen Aufgaben switchen. Eine Aufgabe beenden, eine neue anfangen, wieder beenden, anfangen, wieder beenden, anfangen. Und das so viel Multitasking, wie du hin und her tust. Also probier es einfach mal aus, die Aufgaben nacheinander zu erledigen. Erst die eine Aufgabe erledigen, erst die Spülmaschine ausräumen, dann den Tee kochen, dann das Butterbrot schmieren oder in der Arbeit erst zu telefonieren, dann die E-Mail schreiben und dann mit dem Mitarbeiter ein Gespräch führen. Und du wirst merken, dass du viel ruhiger und gelassener durch den Alltag kommst, als es vorher gewesen ist. Mit Multitasking Zeit zu sparen ist ein Irrtum. Die Gehirnforschung hat das längst entlarvt, dass Multitasking uns mehr Zeit kostet und nicht Zeit bringt. Und auch durch dieses Gestresstsein, was du vielleicht gar nicht mehr bewusst wahrnimmst, was das Multitasking verursacht, machst du auch mehr Fehler. Dir rutscht vielleicht was aus der Hand, du kippst irgendeine Tasse um, schreibst Fehler, jetzt in die Arbeit übertragen, in die E-Mail musst du wieder korrigieren.
Ja, oder hast dem Kunden nicht zugehört, der Kunde muss wiederholen am Telefon, was er dir gesagt hat. Das heißt, du tust dir selbst keinen Gefallen damit. Und gerade in der mitmenschlichen Kommunikation erst recht nicht, weil du bist nicht aufmerksam. Und der Gegenüber spürt das. Und das hat wenig mit Wertschätzung zu tun, denn Wertschätzung bedeutet zuhören können. Sich auf den anderen Menschen zu konzentrieren, mit dem wir zu tun haben. Das soweit zur heutigen Achtsamkeit und der Übung, wie du es abstellen kannst. Viel Spaß dabei, bis bald. Deine Iris, dein Coach.